Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Montag, 22. März 2021, keine 24 Stunden nach dem 1:2 des VfL gegen den FC St. Pauli, sind wir auf der Illushöhe, um heute unser Nachgefragt mit dem Sheriff Uli Tafferzhofer zu machen. Hallo Uli. Hallo. Wir haben heute in der Zeitung geschrieben und auch online getitelt und auch geschrieben, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Trifft es das im Moment? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben noch genügend Spiele vor der Brust und da gilt es einfach, die nötigen Punkte zu holen. Und ja klar, wir haben ein Spiel weniger, aber wenn du unterm Strich bist oder auf dem Relegationsplatz bist, dann ist die Lage natürlich ernst. Aber also von Hoffnungslosigkeit, da brauchen wir gar nicht anfangen zu sprechen. Lass uns noch mal, bevor wir jetzt auf die Gesamtlage gehen, vielleicht erstmal speziell noch auf das Spiel von gestern schauen. Ja. 1:2 gegen den FC St. Pauli. Ihr habt euch viel vorgenommen, wie immer natürlich. Und am Ende dann 1:2 verloren. Es wurde viel diskutiert über den Elfmeter, der zum 0:1 führte. Vielleicht erstmal zu der Situation. Wie hast du das in Erinnerung? Was ist da auf dem Platz passiert aus deiner Sicht? Ja, Trapo geht runter. Der Spieler fällt, als er gepfiffen hat, war mir eigentlich klar, dass er einen Elfmeter nicht zurücknehmen wird, weil einfach die Regelauslegung so ist. Und ich finde, das ist eine klare Fehlentscheidung, da muss der Videoschiedsrichter eingreifen. Aber so wie die Entscheidungen zurzeit getroffen werden, war mir eigentlich auf dem Feld klar, dass er nicht zurückgenommen wird, weil eben ein ganz kleiner Kontakt da war. Und es ist halt traurig, dass sowas dann schon ausreicht im Fußball, um die Entscheidung dann so stehen zu lassen. Mhm. Ihr habt ja protestiert bei Schiedsrichter Thomsen. Was hat der in der Situation zu euch gesagt dazu? Ja, er meinte nur, dass das bestätigt wurde aus dem Keller raus und dann braucht er sich es auch nicht anschauen. Mhm. Gut, Maurice Trapp hat ja anschließend vor den TV-Kameras gesagt, dass Mamouche, sein Gegenspieler, ihm nach der Szene gesagt hätte, ja, es war wohl kein Elfer. Da fragt man sich natürlich dann, warum hat Mamouche nicht die Traute, dann auch zum Schiri zu gehen und das zu sagen? Ja. Stichwort Fair Play, aber da hört es dann auf, ne? Also den genauen Wortlaut, den habe ich, glaube ich, nicht mitbekommen. Aber Trapo hat auf jeden Fall zum Schiedsrichter gesagt, der Spieler sagt selber, es war keiner, schau es dir doch nochmal an. Spätestens dann, glaube ich, sollte man oder kann man als Schiedsrichter schon sagen, okay, gehe ich nochmal raus, schau es mir an. Ist halt nicht so gekommen. Ist auch nicht weiter schlimm, weil es gibt immer wieder mal einen Rückstand. Die entscheidende Frage ist halt dann, wie man damit umgeht. Ich denke, wir dürfen halt nicht das Zweite dann kassieren und das Dritte wurde dann nochmal zurückgenommen, weil es abseits war. Aber da muss man natürlich dann schon aufpassen, weil sonst ist das Spiel komplett aus der Hand. Mhm. Aber ich möchte gerne nochmal zurückkommen zu dem Stichwort Fair Play. Also ist vielleicht jetzt ein bisschen hypothetisch, darauf rumzureiten. Aber was hättest du möglicherweise in einer vergleichbaren Situation für den VfL gemacht? Wärst du dann zum Schiedsrichter hingegangen? Das ist schwierig. Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube mal, wenn man so eine Situation sieht, wenn man sieht, wie die Videoassistenten Situationen bewerten, ist schon schwer, dass man da irgendwas zugibt. Gerade wenn man es nötig hat, im Abstiegskampf die Punkte zu behalten. Ich mache da dem Spieler von St. Pauli auf jeden Fall keinen Vorwurf. Okay, gut. Aber so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, der Elfmeter ist nicht die alleinige Ursache jetzt für die Niederlage gestern. Ihr seid nach dem 0:1 so ein bisschen, das hat Markus Feldhoff ja auch anschließend gesagt, doch ein bisschen aus dem Konzept geraten. War erst so ein bisschen vogelwild, kopflos hat er das genannt. Habt dann ja auch in der Phase das 0:2 kassiert. Es war schon so eine entscheidende Szene im Spiel, ne? Ja, ich glaube, gerade in unserer Situation, wo du nicht viele Erfolgserlebnisse hattest die letzten Wochen, St. Pauli, ich weiß gar nicht, ich glaube, das beste Rückrundenteam aktuell, da ist so eine Szene einfach nicht spielentscheidend, aber richtungsweisend. Und ich meine, was wir daraus mitnehmen müssen, ist einfach, dass wir dann nach so einem Rückschlag eben nicht kopflos durchs Stadion rennen, weil ich war ja relativ früh, also war, glaube ich, noch eine halbe Stunde zu spielen. Da ist ja noch alles möglich bei 0:1.
Da müssen wir dann einfach schauen, dass wir weiter konzentriert und taktisch diszipliniert auftreten, dass wir das Zweite halt nicht bekommen. Mhm. Gut, und selbst nach dem 1:2 waren ja noch 20 Minuten, war ja ein bisschen Zeit, genau, um den Ausgleich zu erzielen. Ist jetzt müßig, wieder darüber zu diskutieren. Klar, nach dem 1:2 mit dem vollen Stadion kann man sich natürlich ausmalen. Ne? Ist einfach schade, man kann immer das... Ich meine, den Faktor Zuschauer, ich glaube nicht, dass man es nochmal erwähnen braucht, weil ausverkaufte Bremer Brücke, ich glaube, da braucht man nichts mehr dazu sagen, wenn man die Spiele vielleicht Saison davor gegen Dresden, Hamburg, Stuttgart gesehen hat. Ja. Vielleicht lass uns noch ein bisschen, vielleicht bist du aber auch der falsche Ansprechpartner, als müssten wir eigentlich den Trainer fragen. Uns hat natürlich gestern noch ein bisschen die Aufstellung überrascht, ne? Das System und vorne im Sturm kein Marc Heider, kein Christian Sanders von Anfang an. Was war da euer Ziel? Mit welcher Vorgabe seid ihr rausgegangen? Ja, dass es manchmal überraschend ist, eine Aufstellung, das kommt mal vor, ist vielleicht für den Gegner dann auch überraschend. Oder kann überraschend sein. Ich glaube auch nicht, dass das vielleicht das Problem war, dass wir von Anfang an weg keinen, ja, ich sag mal, richtigen Neuner auf dem Platz hatten. Sandy hat ein bisschen ein Problem gehabt. Deswegen hat er nicht gespielt und dann ist es die Entscheidung so. Dann wird die so getroffen. Ich glaube, es ist auch insgesamt aufgegangen. Wir haben halt am Anfang ein bisschen gebraucht, aber da kann ich es nochmal wiederholen, wenn St. Pauli mit so einer Serie, mit so einer Brust zu uns kommt, dann geben die halt erstmal Gas und dann gilt halt einfach, sich da reinzukämpfen in das Spiel. Und man muss halt dann auch ein, zwei Situationen überstehen und ja, haben wir glaube ich auch gut wegverteidigt am Anfang. Die Standards, wo dann auch noch da waren, und dann waren wir eigentlich voll drin im Spiel und mit einem, was heißt ein bisschen Glück, der Kopfball von Eule oder so vor der Halbzeit, wenn der reingeht, ja, dann geht's, dann ist auch was anderes. Aber ist halt nicht passiert. Und so, bis die Dinge halt dann wieder für uns laufen in die richtige Richtung, bis dahin müssen wir halt einfach nochmal eine Schippe drauflegen. Im Training auch weiter hart arbeiten und dann kommt es auch wieder. Mhm. Gut, das sagst du und deine Kollegen natürlich auch seit Wochen, es kommt wieder. Jetzt sind noch 9 Spiele Zeit. Ja. 27 Punkte liegen noch in der Waagschale. Was kannst du den Fans da draußen, die mitfiebern und mitleiden, an Zuversicht geben? Ja, das ist ganz einfach. Ich sehe, wie die Jungs trainieren und hart arbeiten im Training. Und auch in den Spielen, glaube ich, war so gut wie gar kein Spiel dabei, wo du sagst, irgendwer lässt sich hängen oder irgendwer gibt nicht alles. Wir werden in jedem Spiel alles raushauen. Also das kann ich auf jeden Fall versprechen. Und die Fans, ich weiß, dass das enttäuschend ist, auch die ganzen Serien und was weiß ich, Negativrekorde, aber am Ende des Tages ist es scheißegal, weil du musst halt einfach über dem Strich stehen. Und solange wir nicht abgestiegen sind, warte ich auch von den Fans, dass sie positiv bleiben. Und wer da irgendwie negative Stimmung reinbringen will, der soll auch kein Fan vom VfL sein. Mhm. Insofern tut sowas gut, so wie gestern vor dem Anpfiff, wo einige ja vor der Nord war, euch in Empfang genommen haben. Das nehmt ihr schon wahr in der Konzentrationsphase auch, ne? Ja, klar merkst du das, wenn da, keine Ahnung, die letzten 10 Heimspiele wahrscheinlich niemand vorm Stadion war. Und es waren ja nicht viele, aber das freut einen auf jeden Fall, wenn man mal wieder ein paar Fans zu Gesicht bekommt. Auch das Banner von den Ultras, auch beim Abschlusstraining waren sie da und haben noch ein paar Worte verloren. Sowas, also ich finde es überragend, sowas. Auch die Jungs, die Fans vielleicht noch nicht so kennengelernt haben, es gibt auf jeden Fall auch noch mal einen Push mit. Und ich mag sowas auf jeden Fall und finde es auch gut. Jetzt kommt die Länderspielpause. Ist das jetzt eigentlich in so einer Phase eher kontraproduktiv, dass ihr sagen würdet, gegen Karlsruhe würden wir lieber nächsten Samstag spielen, als jetzt 2 Wochen zu warten? Oder ist es doch gut, weil dann vielleicht auch in 2 Wochen einige Verletzte wieder da sind? Ja, das ist sicherlich ein Punkt, dass da vielleicht der ein oder andere Verletzte jetzt wieder zurückkommen wird. Was vielleicht gut ist, dass die Pause ist. Ich finde auch, die Winterpause war ja fast gar nicht vorhanden, sag ich mal. Von dem her tut da so ein freies Wochenende oder punktspielfreies Wochenende schon nochmal gut, auch für die Köpfe dann nochmal vielleicht ein bisschen auf andere Gedanken kommen und dann
ja, greifen wir in der Woche am Montag wieder voll an für Karlsruhe. Und Donnerstag ist ja auch noch ein Testspiel gegen Viktoria Köln, das kommt ja auch noch hinzu, wo dann auch noch mal wieder die Verletzten, die vielleicht vor ihrem Comeback stehen, auch dann getestet werden. Ja, ich weiß nicht, wie weit die zum Einsatz kommen werden, aber vielleicht kann der ein oder andere dann wieder ein bisschen Spielrhythmus bekommen. Gilt es einfach als Trainingseinheit zu sehen und auch vielleicht das ein oder andere Ding zu machen. Dann. Man kann ja im Grunde sagen, die ganze Familie Taffertshofer ist im Abstiegskampf. Wenn du nach Sandhausen blickst, dein Bruder Emanuel ist mit dem SVS genauso im Schlamassel wie du mit dem VfL. Ja. Ist da der Austausch zwischen den Brüdern größer als üblich oder redet ihr über sowas gar nicht? Ich glaube, der ist relativ gleich geblieben. Also, wir reden eigentlich nach jedem Spiel, auch vor jedem Spiel. Und wie du gesagt hast, die sitzen auch richtig im Schlamassel. Ja, die müssen einfach schauen, dass sie auf den Relegationsplatz kommen, weil wir werden drüber stehen. Und ja, wer dann drunter ist, ist mir auch egal. Also du drückst ihm die Daumen, dass sie 16. werden und über die Relegation drin bleiben. Und er wahrscheinlich umgekehrt, sieht es ja ähnlich vermutlich. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich meine, niemand will absteigen, das ist einfach so, ob jetzt Bruder oder nicht. Aber eines ist klar, im Hause Taffertshofer, beide in der nächsten Saison in der dritten Liga, das darf nicht vorkommen. So sieht's aus, ja. Und das werdet ihr verhindern? Auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht kann ich das auf jeden Fall sagen, ja. Gut, ihr habt jetzt noch mal zum Schluss vielleicht fünf Heimspiele und 4 auswärts. Die Heimdominanz, das war gestern die 9. Heimniederlage in Folge, spielt keine Rolle, ob zu Hause oder auswärts. Die Punkte müssen einfach her. Ja, so ist es. Ich meine, klar, mit der englischen Woche haben wir, glaube ich, 3 am Stück zu Hause. Genau. Da ist es natürlich schon gut, wenn wir mal wieder anfangen zu punkten zu Hause. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie du sagst, am Ende des Tages braucht man eben die Anzahl von Punkten, die man benötigt für den Klassenerhalt. Und ja, wir fangen am besten gegen Karlsruhe damit an und dann legen wir halt zu Hause nach. Okay, Uli Taffertshofer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und viel Erfolg weiterhin. Danke. Ciao. Alles klar.